Und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Borderlands Pre-Sequel. Wir haben hier endlich mal den Weg zum Laser freigeschaltet oder freigeschossen, in dem Falle. Und machen uns mal auf den Weg. Auf geht's! Der Laserkern wartet. Los geht's! Hi Jack! Folgen wir dir mal. Mal gucken, wo du uns jetzt hinbringen willst. Na toll. Ja, wir müssen hier durch. Das soll wohl ein Witz sein. Das ist eine elektrische Konvergenz. Dingsbums, spielt keine Rolle. Warte einfach, bis der Laser feuert und rennt dann erst durch. Das raubt dem Ding kurz die Energie und der Strom fällt aus. Warte noch! Jetzt! Schnell! Yep. Hätte man nicht irgendwie zwei Claptraps durchschicken können oder so? Mann, ich hasse dieses Ding. Der bessere Laser würde es nicht brauchen. Oder sie hätten es nicht wie eine riesige Todesfalle gebaut. Na, kriegst es. War ja klar. Von der anderen Seite abgeschossen. Danke, Sapedan. Wir müssen leider außen rum. Nehmen wir den Lift nach oben. Systemabschaltung steht unmittelbar bevor. Komm, komm. Und wiederbeleben. So. Herzlich willkommen, Kunde. Brauche ich eigentlich irgendwo Munition? Nö, nicht wirklich. Ah, Raketen. Möge es dir helfen, viele Gegner zu töten. Danke. Boah, die sind aber teuer. Bessere Ware findest du nirgendwo. Dafür habe ich gesorgt. Nichts Gutes gefunden? Meine Waffenautomaten schaffen Abhilfe. So. Bis bald, mein Freund. Wenn du woanders einkaufst, lass ich dich töten. Wir müssen hier rüber, also den Weg außenrum nehmen. Okay. Klack. Hui, sorry. Wusste nicht, dass es ein Aufzug ist. Der weite Weg drumherum. Ja, das klingt ja schon mal verlockend. Okay, ich glaube, mich hat es zwar gleich zerlegt. So, Feuer frei. Au. Das war klar. Ja, danke. Mist. Nicht wieder aufladen. Nein, bin unterwegs, allerdings auch gleich tot. Ah, Mann. Fuck. Systemabschaltung steht unmittelbar bevor. Hier gibt's was für die Gesundheit. Sorry. Ja, komm, hau doch drauf. Das war knapp. Vielen
Dankeschön. Nimm. So, die Dame. Huhuhu, schwierig, schwierig, aber wir kriegen es, glaube ich, einigermaßen hin. Kundschaftler ist tot. Au. Danke. Hinterhältig. Geradezu hinterhältig. Jack, kannst du mich nicht eigentlich auch mal wiederbeleben? So nebenbei. Ach, da haben wir noch einen kleinen, gut. Nein, die kriege ich leider nicht mehr. Scheiße. Zu spät drauf geachtet. Och nö. Wieso denn hier? Na komm, dann feuer mal Laser. Ich möchte hier ganz gern durch. Jetzt, danke. So, ab nach oben. Dann können wir wenigstens noch den Tod von Sarpedon mit beobachten. Und tschüss. Kann jemand endlich den Kopf in die Packe? Das war nicht leicht, was? Mann, bin ich froh, dass dieses Arschloch tot ist. Lass mich. Hilfe? Ja, unterwegs. Den scheiß Blitzen bin ich nur schneller. Ja. Vielleicht schaffe ich es noch gerade so. Nee. Ah, doch. Gut. Ich hätte. Die lebt immer noch. Was haben wir jetzt? Hui. Okay. Ein Tod, um Millionen zu retten. Dann machen wir es einfach mal so. Ewige, aha. Früher mal als Browser-Game gespielt. So, haben wir hier irgendwo Kleinviech, das wir erledigen können? Ja, da hinten, aber das wird, glaube ich, auch nichts mehr. Nö. Also der Speilpunkt ist da etwas nervig gesetzt, muss ich zugeben. Hätten sie ruhig mal hinter den Laser legen können. Es muss Jack halt allein da oben arbeiten. Der macht das schon. Juhu! Komm schon, Jack, wir glauben an dich. Du kriegst das hin. Obwohl, ja, Muni könnte ich auch nochmal nachfüllen.
dir das nicht zu Kopf steigt. Nichts geht über einen. Ich bin sicher, dass wir das schon bald. Ach was, so. Und los. Fahr mal die schweren Geschütze auf. Mit diesem. Da müsst ihr schon mehr bieten. Ich bin bei dir. Danke. So, stirb mal schön. Dass ja auch noch überall irgendwelche Löcher im Boden sind, wo er runterfällt. Also ich glaube, so oft bin ich hier schon lange nicht mehr gestorben, aber ich glaube, wir sind auch einfach 5 Level zu niedrig dafür gerade. Hilfe? Ja. Komme. Ah, toll. All diese scheiß Laser-Dinger da im Boden. Oh Gott, das dauert ja ewig mit dem. Wieso kriegen die auf einmal wieder Lebensenergie dazu? Wieso kriege ich den nicht platt? Schade, knapp. Hätte noch reichen können. Also der Kampf ist einfach nur wegen dem Checkpoint sehr nervig. Und halt, weil wir zu schwach sind für den Gegner, aber... Wieso hatten wir es auch schon... Na klar, ich glaube, weil wir es beigeschoben sind, ist es wieder voll aufgeladen. So, noch Raketen. Ja, die meisten meiner Waren wurden toten Abenteurern aus dem Ich sehe auch hier einfach nichts mehr vor lauter Blitzen und Blinken und da Scheiße halt. Jack hat auch nicht mehr allzu viel. Terminierungsprotokolle aktiviert. Und ich ist direkt gestorben. Systemabschaltung steht unmittelbar bevor. Ich glaube, wir sollten es lassen. Wir müssen ein bisschen aufpowern gehen. Ja, wäre eine Idee. Dann gucken wir mal gerade, was wir noch an Nebenmissionen haben. So, einmal durch. Bessere Ware findest du nirgendwo. Dafür habe ich gesorgt. Ich weiß gar nicht, kommen wir überhaupt noch zurück von hier? Müsste ja eigentlich. Belaste dich dein vieles Geld. Beehre mich bald wieder. 3 Worte, mein Freund. Kein Geld zurück. Wenn du an Mord denkst, dann denk an Markus Munition. Wir können ja von Jack gerade einen Nebenauftrag annehmen, während wir da oben am Kämpfen sind. Du kannst stets auf die Waffe an deiner Seite vertrauen.
Dein Geld ist wertlos, wenn du es nicht ausgibst. Ja, dann schieß mal, dann kann ich nämlich gleich wieder zurück und gucken, ob wir da irgendwie zurückkommen. Sinnvollerweise. Irgendeine Station muss ja da rumstehen. So, dann werden wir uns mal in der nächsten Folge oder zwischen den Folgen mal auf die Suche begeben, ob wir noch irgendwas an Nebenmissionen kriegen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, ihr habt Spaß und seid das nächste Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Ciao, ciao.